Kein Wunder bei der Kunde. Hat immer recht. So. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Ich selber will nichts verkaufen. Bastardschwert, Robe. So, das steife Leder behalten wir mal. Die Schienenpanzer, der Zweihänder kann weg. Beschlagener Leder war es auch, die Hellebarde kann auch mal weg. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dann können wir nämlich im Berikost schön shoppen gehen. Ihr braucht nur zu fragen. Karten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. So. Jael Kales. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Leute sind geheilt. Wir können weiterziehen ins nächste Gebiet. So, wir sind angekommen. Wie ihr wünscht. Dann mal sehen, was wir hier so entdecken können. Noch mehr Halbogger. Ja, wie ihr wünscht. Alles wegen des lieben Geldes. So, dann singen wir mal Bardenlied gegen. Halbogger ist es wahrscheinlich besser, wenn du singst. Wie ihr wünscht. Irgendwann ist das Ding mal voll und wir müssen es leeren. Oh, hier ist sind Blumen. Oh, und hier sind Untote. Alles wegen des lieben Geldes. Schön aufgereiht. Wie so ein Erschießungskommando. Wie sieht es eigentlich so aus mit unseren Leuten und ihren Level-Ups? Ihr Geld ist ein gutes Stück weg. Und Dorn auch. Mikonia kommt langsam ran. Safana ist wieder ein Stück weg. Genau wie wir eigentlich. Oh, Nera ist bald wieder dran. Das wäre praktisch, wenn sie mal wieder ein paar Lebenspunkte mehr kriegen würde. Worum geht es, wie ihr wünscht? Oh, eine Hütte. Dieses Haus sieht verlassen aus. Manche Gebiete sind größer, andere kleiner, habe ich manchmal das Gefühl. Ein bisschen. Da steht sogar noch ein Tipp rum. Das Licht! Ihr benötigt etwas, Fremde? Seid bitte ein bisschen leiser, ja? Es ist schon schwer genug, hier Fische zu fangen. Du müsst ihr sie nicht auch noch alle verscheuchen. Fische fangen, das habt ihr bestimmt noch nie gemacht, oder? Paar, als ob mich eure Beschwerden interessieren würden. Ich mache so viel Lärm, wie ich will.
Entschuldigung, ich werde euch arbeiten lassen. Fische fangen, das macht ihr bestimmt nicht oft, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe vorhin in der Mine gearbeitet. Jetzt mache ich das hier, um meine Familie zu ernähren. Obwohl das gar kein schlechter Lebensunterhalt ist. Ich habe halt nur lieber eine schöne Hacke in der Hand und schwitze bei der Arbeit. Am Angeln steht man ja immer nur rum und wartet darauf, dass ein Fisch anbeißt. Ach, was soll's, man tut, was man tun muss. Und noch einer. Hey, Kollege! Ein herzliches Willkommen. Wollt ihr eure Kräfte mit dem Wesen im Wasser messen? Das ist ein sehr feiner Beruf und so viel Spaß wie hierbei habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich sehr lange nicht mehr. Bleibt da im Wasser, falls die Leute aus dem Dorf mit Fackeln auf euch losgehen. Entschuldigt die Feststellung, aber ihr scheint mir etwas, wie soll ich sagen, etwas irre zu sein. Lasst mich in Frieden, euer Benehmen macht mich ganz krank. Ja, bleibt beim Wasser. Jetzt verstehe ich leider nicht, was ihr damit meint. Na, meine Güte, ein ganz schön stoischer Haufen seid ihr. Macht nichts, ich werde dem Tag einen schönen Glanz verleihen, auch wenn mein Publikum es nicht dankt. Torlo dankt mir meine gute Laune wenigstens. Nicht wahr, Torlo? Nicht wahr, Torlo? Der ist auch ein bisschen launisch, der Gute. Ja, das ist der Fischer hier drüben, von dem er da gerade redet. Also ja, hier ist ein See. Höhlenbär. Warum sind die Höhlenbären so aggressiv eigentlich? Ja? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Tengan, bleibt auf der Stelle stehen. Wenn ihr eure Waffen wegwerft und mit uns kooperiert, dann wird niemandem was geschehen. Wenn nicht, werdet ihr sterben. Ihr müsst euch nur entscheiden. Was wollt ihr von uns und wer seid ihr? Wir geben uns niemandem. Zieht eure Schwerter. Dumm, dumm, jetzt müsst ihr sterben. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Dann hauen wir erstmal eure Magierin da weg. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fühle mich so sehr. Brennenden! Oder vielleicht frostigen Tod! Also ja, das werde ich auf jeden Fall nicht machen mit einem neutral bösen Charakter, mit irgendwelchen ja? Leuten, irgendwelchen Banditen mich irgendwelchen Banditen ergeben. Vor allem, wenn sie so schlecht ausgerüstet sind. Okay, Wetter voll. Feuerschutzrobe, die bringt niemandem was. So, den Zauber konnten wir lernen. So, und der Rest. Hey, wir haben einen geringen Magierzug gelernt. Yay. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Also wenn uns irgendjemand mit vorgehaltener Waffe bedroht, dann fackeln wir nicht lange, sondern töten ihn. Ihr da, helft ihr einem Fremden in der Not? Ich bin vor Gnollen befallen. Fürchtet euch nicht, wir werden nicht tatenlos zusehen, während andere in Gefahr sind. Ja, er ist Dunkelelf. So kämpfen wir denn Seite an Seite. Ich begrüße eure Hilfe sehr. Diese Gnäuel sind lästige Biester und ich bin froh, wenn ich mit ihm fertig bin. Ja, Drizzt helfe ich aus gutem Grund. So.
Ja, ihr braucht... Ärger Drizzt nicht. Das ist nicht zu empfehlen. Fremde und Freunde, ich bin Drizzt Urden und weiß eure Hilfe zu schätzen. Die Reise zum Eiswetal ist auch ohne diese ständige Unterbrechung lang genug. Noch nie gab es in dieser Gegend so viel Räuberei. Seit wann ist das denn so schlimm? Das war nicht immer so. Unser Anliegen ist es, wieder Frieden in dieses Land zu bringen. Die verfluchten Überfälle nehmen kein Ende, genau wie mein Hass auf diejenigen, die dahinter stecken. Die Überfälle hören nie auf, aber solange ihr hier seid, braucht sich niemand mehr Sorgen zu machen. Nehmen wir mal das. Solcher Zunderbrennt heißt doch verglüht aber auch schnell. Die direkte Konfrontation mag den Hass befriedigen, doch auf Dauer ist sie gewiss nicht die erfolgsversprechendste Methode. Welche überfallen haben, sind augenscheinlich nur Söldner und so werdet ihr an ihrem Leichnam kaum wirklich brauchbare Hinweise auf die wahren Herren vorfinden. Kühlt euer Mütchen, geht bedächtig vor und ihr werdet eurem Bahnziel näher kommen, aber seid auf der Hut. So groß der Lohn ist, durchwinkt, so groß sind auch die Gefahren, denen ihr euch zu seiner Erlangung aussetzen müsst. Das ist ein weiser Rat, den wir beachten werden. Ihr sollt wissen, dass wir euch für eure Reise das Beste wünschen. Was ich bei dieser Suche nicht brauche, sind leere Worte. Wenn das alles ist, was ihr an Hilfe anbieten, dann lehne ich sie ab. Ich hätte nicht gedacht, dass Drizzt Duoden sich hinter Worten verstecken würde. Vielleicht habt ihr etwas von eurem Schneid verloren? Schon so mancher, der diese Frage gestellt hatte, musste nur tief in sich hineinblicken, um die Antwort zu finden. Ich hoffe, wir verstehen uns. Nun verabschiede ich mich. Drizzt Duoden wird seinem Ruf nicht gerecht. Ein paar Drohworte haben genügt, um ihn in seine Schranken zu verweisen. Wie kann ich helfen? Ja. Ja, mein Schatz. Jede Menge Schmuck bei den Gnollen, was auch immer Gnolle mit Schmuck machen. Gut. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Wird drei Ogerberserker? Wer hat drei Ogerberserker eingeladen? Ihr habt geläutet? Ja? Ja, das Problem, Ogerberserker hauen nun mal böse rein. Aha. Oh, Ghoulberührung hat sie noch nicht. Gut, jetzt hat sie Ghoulberührung. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Und ich sollte mal wieder rasten. So. Alle wieder einigermaßen fit. Wir haben wieder Zauber. Au. Wurm, wie ihr wünscht. Jael Kalles, möge die Dunkelheit herrschen. Das war Vikonia. Und wir haben vergessen, hier nachzuspeichern. Wie kann, so. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das sind verdammt viele Ogre hier. Das muss ich echt sagen. Worum geht es diesmal? Wir brauchen nur zu fragen.
Aber ich bin nicht mehr in dem Gebiet, oder? Nee. Upsala, da will ich hin. Wildhunde. Fressen, brennen den!